So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist vorbei, der Rocket-Überfall, der Team Go Rocket-Überfall ist vorüber. Heute am Sonntag von 11 bis 13 Uhr ging das ja 2 Stunden, nicht von 11 bis 14 Uhr, wie das erst fälschlicherweise in der Ankündigung stand, dass es wieder durch die Zeitzonen und das Ganze hin und her und das Umrechnen und so, sondern 11 bis 13 Uhr. Jetzt ist es kurz nach 1, wie man sieht, beziehungsweise 1:30. Und ich möchte mit euch jetzt mal das Event kurz nachbesprechen, wenn wir das Event nennen wollen, und mal die Ausbeute zeigen, auch mal ein paar Statistiken. Ich habe insgesamt also in den 2 Stunden 46 Rocket Stops gemacht, was meiner Meinung nach eigentlich viel ist. Also kaum Pause gehabt dazwischen, von einem Stop zum anderen wirklich. Bei den 46 Rocket Stops gab es also insgesamt 7 Team Go Rocket Bosse zu besiegen, mit dem Radar gesucht, gemacht, 7 Bosse besiegt und dadurch auch 7-mal die Chance gehabt auf ein Shiny vom Team Rocket Leader. Jetzt am Anfang nochmal zu sagen, was ich euch hier zeigen möchte, ist die GoTool-App, denn die ist immer sehr hilfreich, die habe ich dann auch immer zur Hand. Ihr seht, hier steht das auch alles drin, Team Go Rocket Activity ist auch dabei, dass es jetzt beendet ist. Das Friendfest findet bald statt am 27. November in 3 Tagen. Geht das Ganze los, wann der nächste Community Day ist, steht alles dabei, hin und her. Super genial und ihr habt natürlich hier auch bei MISC Team Go Rocket als extra Button und da könnt ihr schön nachgucken, was die besten Counters sind eben für Giovanni, was die besten Counters sind gegen die Team Go Rocket Leader, gegen Alo, Sierra, Cliff und gegen die einzelnen, also die einzelnen Typen, die ihr bei den Team Go Rocket Stops bekommt. Da steht der Satz dabei, was ihr dann nehmen könnt als effektiven Counter dagegen, zum Beispiel weißt du, wie heiß der Atem eines Feuer-Pokémon sein kann? Nein, sagt sie nicht, auf jeden Fall. Wisst ihr dann, da kommen Feuer-Pokémon und dann seht ihr beim Typ Feuer, am besten nehmt ihr also Groudon vom Typ Boden oder Kyogre vom Typ Wasser oder auch Gestein wie Ramaidon und den anderen Krüppel da. Auf jeden Fall habt ihr eigentlich jeden Typ, den es in den Rocket Stops gibt, aufgelistet, auch ganz chillig hier mit dem Gesteinssatz, let's rock and roll, also bringen wir den Stein ins Rollen, da kann ja eigentlich nur Lavita rauskommen und das seht ihr auch ganz gut dagegen, natürlich wieder Wasser und Boden oder auch Stahl oder Kampf und ihr habt hier einfach wirklich alles aufgelistet, auch wenn jetzt Wasser-Pokémon kommen, dass ihr am besten Pflanzen nehmt oder eben Elektro. Wenn ihr euch wirklich also unsicher seid, nutzt ruhig mal die GoTool-App und schaut da rein, welcher Satz wurde gesprochen, was kann also für ein Pokémon kommen und was könnt ihr dagegen am besten nehmen. Ich finde das gut aufgelistet hier, die GoTool-App, ansonsten auch richtig coole Sachen natürlich mit den Community Days, ihr findet immer alles Wissenswerte dazu. Dann habt ihr auch immer die Raids aufgelistet, was gibt's alles in den 1er-Raids, in den 2er-Raids, in den 3er-Raids, was ist momentan in den X-Raids, auch mit den Countern dazu, hin und her. Ihr habt alle Feldforschungen im Überblick, auch mit den Werten, wie viel ein 100er hat, alle Aufgaben dabei. Und ihr habt natürlich auch die Shiny-Checklist, ihr seht, welche Shinies gibt's alles, die könnt ihr euch hier ankreuzen, welche habt ihr nicht. Und ganz wichtig noch, eigentlich nichts, die Regionalen in der Übersicht haben wir auch noch da, wo die auftreten. Die Eggcharts haben wir, was aktuell aus welchem Ei kommt, mit was ist Shiny, was ist nicht Shiny, was ist der 100 IV-Wert und so weiter. Also ihr seht, die GoTool-App kann eigentlich alles und hat alles dabei. Wir wollen jetzt aber mal gucken, ich verstehe es nämlich immer noch nicht, in 2 Stunden habe ich jetzt also 46 Rocket Stops gemacht. Das hat sich irgendwie gezogen und es ging kaum vorangefühlt. Und gerade mal 50 sozusagen, wie haben es Leute geschafft, also schon vor ein paar Monaten die 1000 Rocket Stops voll zu haben, die 1000 Rüpel zu besiegen. Ich bin jetzt gerade mal bei 550 ungefähr und dachte, das ist schon viel. Aber andere, die haben schon ewig die Goldmedaille, also die müssen wahrscheinlich wirklich 24 Stunden lang nur Rocket Stops machen.
Ich meine, das Ganze macht natürlich Spaß. Ich finde das immerhin noch besser als PvP. Aber 2 Stunden Rocket Stops, danach ist auch erstmal die Luft raus. Trotzdem würde ich es feiern, wenn sowas nochmal gemacht wird, wiederholt wird oder regelmäßig stattfindet. Von einem Stop zum anderen eben. Es gibt verschiedene Pokémon, die ihr dann bekommen könnt. Ihr habt verschiedene Taktiken, die ihr euch überlegen muss. Ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Meiner Meinung nach auch eben viel besser als PvP. So, wir zeigen. Das zeigen wir mal noch nicht. Wir gehen jetzt mal rein. Wir suchen mal kurz durch und gehen mal die einzelnen Pokémon durch, die ich gefangen habe, die es gab, aus dem Rocket Stop jeweils und bewerten die auch und schauen mal, ob wir vielleicht sogar ein 100er dabei haben, was wir erlösen können. Das ist mein Merkzettel gewesen. Alles, was nach diesem Shiny Pandya kommt, ist auf jeden Fall von heute. Das Shiny Pandya Nummer 1, jetzt auch in der Sammlung, richtig genial. Habt ihr schon ein Shiny Pandya? Ich habe jetzt also die Nummer 3, die Nummer 8 und die Nummer 1 als Shiny. Richtig genial auf jeden Fall, das kleine betrunkene Bärchen. Habe ich natürlich nicht selber gefangen, wie immer. Ist getauscht von einem anderen Account. Aber egal, ist jetzt in der Sammlung. Und wir fangen jetzt an. Was war das Erste, was ich bekommen habe? Ein Glutexo. Wir machen gleich mal den Bewertungsscreen drauf und zoomen dann einfach, also zappen, switchen dann einfach durch die einzelnen Pokémon und gucken mal, was so dabei war. Glutexo, also richtig schlechte Werte eigentlich, da braucht man nichts erlösen, da geht überhaupt nichts. Magnetilo als zweites, steht immer überall Röhmhild, obwohl es Hildburghausen ist, aber ihr wisst ja, das nimmt die nächstgrößere Zelle und den Ort davon und gibt dann das immer an. Magnetilo schon besser, wird aber trotzdem kein 100er. Lavitar, das hat sogar zwei relativ richtig gute Werte, aber der Verteidigungswert ist richtig Grütze, das braucht man also auch nicht. Sichlor, da war also schon der erste Team Go Rocket Leader da. Ich habe nämlich schon drei Rüpel auf dem Counter noch zum Radar. Also jetzt, die 6 waren voll, der erste Boss war da, leider kein Shiny. Sichlor, Werte auch nicht so gut. Dann gab es wieder ein Glutexo. Auch nicht der Rede wert. Magma, also null. Magma, da hatte ich übelst dran zu kämpfen. Ich habe immer gedacht, gut, da kommt der Feuersatz. Alles klar, nimmst einfach Wasser, haust alles weg. Da kommt ja nur so kleines Gefaxe und dann plötzlich kommt da dreimal Magma. Und das hat sogar mein Kyogre einfach weggeklatscht nach einer Zeit. Magma also nicht zu unterschätzen. Dann haben wir Zubat wieder. Da freue ich mich. Das können wir wenigstens für 1000 Sternenstaub erlösen. Was ich schade finde, ist auch, dass bei dem Normalsatz momentan auch kein Radfratz mehr kommt und irgendwie jedes Mal nur Porygon. Ich dachte, dass es wirklich nur so lange wie dieses Team Go Rocket Event war, dass es Porygon daraus gibt und danach wieder Radfratz dabei ist. Aber Radfratz in letzter Zeit überhaupt nicht gesehen. Wann habt ihr das letzte Mal ein Radfratz aus einem Rocket Stop bekommen? Schreibt's mal in die Kommentare. So muss man nämlich jetzt auf Jagd gehen nach dem Flugsatz oder dem Gift. Satz, damit man Zubat bekommt, damit man Zubat für 1000 erlösen kann. Dann ein Zubiris natürlich, der Geistersatz auch dabei gewesen. Ja, 2x15 würde der haben, der Rest auch wieder nicht krass. Schuppet, der nächste Geist direkt danach, Angriff, wieder nix. Verteidigung auf 15 sieht man ja. Sandan, also die Boden-Pokémon waren auch vertreten. Leider auch schlechte Bewertungen, kann man nichts machen. Das waren die nächsten 6 Stück. Dann gab es Sneebel. Leider kein Shiny, leider auch keine guten IV. Wir gucken die nächsten 6 an, dann wieder Feuer. Dann haben wir wieder Geist gehabt. Das war, glaube ich, der Siegen ist für Siegersatz. Deswegen, da weiß man immer nie, was man nehmen soll, weil da kann ja jeder mögliche Starter kommen oder alles andere. Hätte ich gewusst, aha, Pflanze, hätte ich einfach Feuer genommen. So habe ich gedacht, was, Siegen ist für Sieger? Nimmst einfach dreimal Machomai und hoffst drauf, dass das passt. Manchmal nehme ich natürlich dann auch Despotar mit Katapult Steinkante, weil das gut wäre auch gegen Relaxo. Wenn dann natürlich die Pflanzen kommen, wie hier, hat das Despotar auch schlechte Karten. Hab dann weitergemacht. Porygon, leider aus dem Normalsatz, leider keine Radfratz dabei. Fukano, auch Feuer, war auch kein Problem, ganz gemütlich. Glumanda, das sieht eigentlich schon besser aus, aber der KP-Wert leider noch zu niedrig. Hier steht jetzt auf einmal Straufhain und nicht mehr Röhmhild. Dann Sichlor, die nächsten 6 waren also wieder voll. Schon wieder Sichlor, ihr seht, das wechselt ab zwischen Sichlor und Dings. Sneebel, Sichlor, Sneebel, SS, ihr wisst Bescheid. Wo ist das Mauzi? Wir wollen noch ein Shiny Mauzi als Krypto haben. Das wäre nämlich richtig genial. Leider auch kein 100er. Dann gab es wieder
den übertrieben heftigen Satz, wir werden dich kaputt treten, Bruder, was geht ab? Und dann kam wieder Bisasam, Sandan hinterher, leider auch kein 100er, Slimer mit 15 auf Angriff, okay, nimmt man mal mit, kam häufig bei dem Giftsatz natürlich, auch kein 100er, Mirapla als Pflanze, eigentlich auch relativ easy zu besiegen, aber auch keine guten Werte, nochmal Slimer, also ihr seht, für Abwechslung ist da gesorgt. Trassler, das fand ich okay, das ist auch immer gleich umgefallen. Angriff 15, nimmt man auch mal mit. Dann die nächsten 6 erreicht, da gab es wieder Sneebel. Also es wechselt wirklich ab zwischen Sichler und Sneebel. Leider kein Shiny, leider auch keine guten Werte. Nocturne haben wir dann dabei gehabt. Nocturne haben wir ja schon, genau wie Kikli, hat man alles auf der Hand. Kann ja nur bei dem, dieser muskulöse Körper dient nicht nur der Show, können ja momentan nur Nocturne und Kikli rauskommen, aber irgendwie Nocturne immer noch am häufigsten. Habt ihr schon einen Kikli? Schreibt es natürlich mal rein. Der eine sucht nämlich unbedingt die Kartoffel als 100er, aber bekommt immerzu nur Nocturne. Hier Sandan, das sieht so ähnlich aus. Hier zwei Werte richtig fett, einer niedrig. Hier genauso, obwohl die gar nicht so fett sind. Wie das Sandan hinterher, wie das Slimer hinterher. Also das ist eine Artenvielfalt, das nächste Slimer. Und die Werte werden immer schlechter. Knackleon auch dabei, aber auch richtig schlechte Werte einfach nur. Wohin genau? Das mal was Seltenes und sogar ein weibliches mit rotem Lippenstift, das nimmt man gerne mit. Haben wir natürlich schon gehabt, wir haben ja letztens die 4. und 5. Welle entwickelt. Neue gibt es momentan auch noch nicht, aber, na gut, das meiste ist eh zum Wegschmeißen dann. Aber das Zubat sind immer gut, wie gesagt, kann man nämlich nehmen, kann dann einfach die Medaille ein bisschen pushen. Das nächste Sichlor, die nächsten 6 waren also wieder vollständig, wieder bekämpft, wieder mal kein Shiny und KP 15, schlechte Werte trotzdem allgemein, auch kein 100er. Dann haben wir Zwirlich, noch ein paar Geister hinterher, wieder mal Slimer, ich glaube Slimer ist wahrscheinlich das am häufigsten vertretenste Pokémon hier. Glumander gibt's nochmal, wieder ein Slimer, wie soll es auch anders sein? Wenn jetzt noch einmal Slimer kommt, dann erlöse ich eins. Dann Carbador, auch ultra selten meiner Meinung nach. Ich habe bisher bei 550 Stops vielleicht 3-mal Carbador gehabt. Carbador natürlich auch eins, was 1000 zum Erlösen braucht. Was ihr also natürlich sammeln könnt, um die Medaille zu pushen. Wo ihr aber mit Zubat besser ran seid, weil Carbador einfach so ultra selten ist. Leider keine guten Werte. Dann nochmal Magma hinterher, das sieht auch gut aus, bis auf den KP-Wert, leider. Dann haben wir es geschafft, endlich mal Cliff zu finden und haben dem gleich Mauzi rausgelockt. Leider kein Shiny, leider keine guten IV, wird kein 100er, nix, also gehen wir weiter. Am Ende war es, glaube ich, 13 Uhr und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich 3 Rüpel gerade noch besiegt gehabt. Ich mache die nächsten 3 einfach noch hinterher, nehme den letzten Boss noch mit als Abschluss, damit man nicht mit 3 unfertigen Rüpeln da rausgeht. Duflor sieht schon besser aus, 2 Werte auf 15 würde das haben, aber der KP-Wert reißt es leider nicht raus, trotzdem wenigstens das nächste Carbador. Diesmal auch schlecht. Wenn es dann Carbador als Shiny gibt, boah, die Leute rasten aus, ich meine. Wir werden das natürlich verfolgen, wie lange das dauert, wie lange die Leute jetzt, die Leader, diese 3 Pokémon haben oder ob die dann auch relativ fix wechseln und die andere mitnehmen. Beim Giovanni wissen wir jeden Monat ein anderes und ihr habt auch nur einmal die Gelegenheit in dem Sinne bei den Leadern, wie lange die jetzt Mauzi, Sichlor und Sneebel dabei haben, steht auf einem anderen Blatt. Quapsel, auch nix. Zwirlicht, nix. Alles schlecht. Schuppet, auch Mist. Wie man sieht, nur 2 Sterne. Das dürfte vielleicht jetzt schon der letzte Stop gewesen sein. Nochmal ein Sichler hinterher, leider auch nicht shiny. Und kein 100er. Genau, das war's. Die sind also durch. Und ihr seht, es kam kein Slimer mehr dazu. Also müssen wir auch Slimer erlösen. Wir werden aber hier mal ein Carbador erlösen, kurz im Video, weil wie gesagt, das kostet ja nur 1000, das können wir noch schön mitnehmen. Und wie viele Stops habt ihr natürlich gemacht, wie viele Team Go Rocket Stops habt ihr geschafft in den 2 Stunden, wie viel habt ihr gemacht, habt ihr ein Gutes bekommen, habt ihr ein Shiny bekommen von den Leadern oder so, das werfe ich auch gleich in die Tonne, das werden wir auch gleich noch erlösen, so.
Habt ihr vielleicht einen Shiny bekommen? Habt ihr vielleicht einen 100er bekommen? Das ist nämlich das, was ich nicht verstehe, wenn ich immer in unsere Gruppe gucke bei WhatsApp. Fast jeden Tag ist mindestens einer dabei, der ein 100%iges erlöst aus den Rocket Stops. Und ich habe bisher ein 100er erlöst aus dem Rocket Stop. Das war, glaube ich, ein Glurak. Aber egal, wir werden jetzt hier nicht weiter rumheulen. Wir suchen uns noch ein Zubat, genau. Erlösen das noch zum Schluss. Das sind, glaube ich, die einzigsten drei, die ich auch jetzt erlösen konnte für die Medaille. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass sie das nochmal wiederholen, dass das bald auch wieder da ist. Hat mir nämlich Spaß gemacht. War trotzdem abwechslungsreich, auch jetzt als Videoidee dann zu zeigen, ist ein 100er dabei, ist ein Shiny dabei. Fand ich es auch interessant, deswegen habe ich mich heute wirklich auf den Tag gefreut. Das schmeißen wir auch noch fix weg. So, dann gehen wir zurück, stehen wieder hier, sehen, dass da noch Raids auf sind. Leider kein 5er Raid gerade da, sonst hätte man ja mal fragen können, ob jemand Bock hat. Das war es aber von meiner Seite aus. Schreibt es ihr mal rein, wie fandet ihr die Übernahme und wart ihr erfolgreich? Habt ihr was Cooles mitgenommen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.